Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Bericht auf The Travel Happiness. Ich bin am Flughafen Berlin und nehme euch heute mit in die Lufthansa Business Lounge am Flughafen BER. Los geht's! Mit dem Aufzug geht es in die obere Etage und direkt nach der Einlasskontrolle seid ihr drin. Das hier ist also die neue Lufthansa Business Lounge am Flughafen BER. Auch wenn die Lounge ursprünglich einmal wesentlich größer und als duales Konzept geplant war, also Business und Senator Lounge getrennt, ist diese Lounge ein deutlicher Zugewinn für den Passagierkomfort im Vergleich zur alten Lounge in Tegel. Was sofort ins Auge sticht, ist der besonders gute Blick auf das Vorfeld. Damit wirkt die Lounge sehr hell und freundlich. Auf insgesamt 750 Quadratmetern sollen ca. 150 Passagiere Platz finden. Mit dieser Lounge hat man das vertraute Konzept erfrischend weiterentwickelt. Es findet sich hier eben nicht mehr ein striktes Corporate Design, wie man es vielleicht aus Frankfurt oder München kennt, mit den braunen Sesseln, den eckigen Tischen oder Liegen. Vielmehr wirkt es einfach gemütlich heimisch. Und jeder Bereich trennt sich auch harmonisch voneinander ab. Der bekannte Aufbau am Buffetbereich mit den Tresen und Barhockern, der ist geblieben. Der Sitz ist Der Arbeitsbereich wurde aber neu gestaltet und ich muss sagen, mir gefällt es einfach besonders gut. In einem separaten Bereich gibt es einen weiteren Buffet- und Essbereich. Was hier später serviert wird, ist leider noch nicht bekannt. Aber zumindest der Zapfhahn für das Bier und die Softdrinks ist schon zu sehen. Und wie schon eingangs erwähnt, der unverbaute Blick aufs Vorfeld ist einfach ein tolles Highlight dieser neuen Lufthansa Lounge. Ein sehr nettes Detail findet sich hier vor diesen zwei Sesseln. Das ist nämlich ein direkter Zugang zu einem der Gates. Gedacht ist es allerdings zurzeit als Notausgang, aber ob hier später einmal ein direktes Boarding aus der Lounge stattfinden kann, wer weiß. Aufgrund der aktuellen Situation ist es ja zurzeit noch nicht erlaubt, Speisen und Getränken in der Lounge zu verzehren. Deswegen habt ihr die Möglichkeit beim Verlassen der Lounge euch mit Wasser, Sandwiches oder Kaffee oder Tee einzudecken. So, ich hoffe, der Rundgang durch die neue Lufthansa Lounge am Flughafen BER hat euch gefallen. Mich würde einfach interessieren, wie sie euch gefällt. Von daher freue ich mich auf euer Kommentar. Ich sage Tschüss und bis bald.